Gut, dann kommt hier noch was Neues. Cool. Alles okay? Ja. Ich denke mir halt, dass es vielleicht eine Krankheit ist und dass sie deswegen nicht getötet wurde. Vielleicht doch. Gott, du siehst übel aus. Wow, danke, Rachel. Schon mal darüber nachgedacht, Motivationstrainerin zu werden? Aber im Ernst, geht's dir gut? Das ist so ziemlich die dümmste Frage, die mir je gestellt wurde. Jetzt ignorierst du mich also, was? Was willst du von mir hören? Weiß ich nicht. Etwas, das uns von diesem Scheiß ablenkt. Okay. Warum bist du Physikerin geworden? Ich meine, du... Ich sehe nicht so aus? Ganz genau. Ah, sollte ich etwa Nerd-Klamotten tragen? Sie hasst uns. Hab ich nicht gemeint. Du fällst nur aus dem Rahmen. Niemand hätte je gedacht, dass ich mal Wissenschaftlerin werde. Etwas nur für mich. Kommt mir bekannt vor. Wirklich? Ist nicht leicht als Queen Bitch. Glaubst du, ein nettes Lächeln hätte mich so weit gebracht? Und ich dachte, ihr Langleys wird auf dem Ponyhof aufgewachsen. Ponyhof? Hab mir den Arsch aufgerissen. Du glaubst, mein Spitzname macht mir was aus? Ich trage den Namen wie ein verdammtes Ehrenabzeichen. Die wissen nicht, welchen Scheiß ich durchgemacht habe, um so weit zu schaffen. Ja. Und wie weit ist das genau? Bis in den nächsten Scheißladen, wenn ich ehrlich sein soll. Du und ich, wir sind uns ähnlich. Wir haben beide getan, was zu tun war, um unser Ziel zu erreichen. Und das ist gut. Verständlich. Oder wir kriegen... Irgendwas stimmt nicht mit uns. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Macht sie Babyfledermäuse? Das kann ich dir nicht versprechen. Hör mir gut zu. Irgendwas passiert mit dir. Was hat dir das Ding angetan? Da oben ist Medizin. Vielleicht hilft sie. Aber wir müssen los, jetzt! Mich erinnert das auch gerade richtig unangenehm an Alien und ich find's nicht schön. Heilige Scheiße, wie groß ist das? Wir sind auf der falschen Seite der Schlucht. Das schaffen wir nie. Gib jetzt nicht auf! Wir müssen darüber. Das Seil wird reißen. Glaubst du wirklich, dass die Medizin mir helfen wird? Reiß dich zusammen, Clarice. Wir sind fast da. Du hast mir nicht geantwortet. Wir müssen es versuchen. Wir schaffen das. Ja.
okay? Ja, nur... Gib's ihr. War das meine Schuld? Weil ich das mit dem X, habe ich das mit dem X verkackt? Ich weiß es nicht. Habe ich das mit dem X verkackt? Like X. Da drin ist nichts. Ist meine Schuld. Nichts. Scheiße. Hier draußen macht mir mehr Sorgen. Ach Scheiße. Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie lange die Tore sie aufhalten. Ich hab so viele Tote auf dem Gewissen. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Dankeschön, Hirschkopf, getrunken für die 11 Monate. Dankeschön, dankeschön. Reichen. Eine Sache hat Eric bei dem ganzen Dreck richtig gemacht. Die Luftunterstützung. Zeichen und Wunder. Wenn wir ein Signal senden, können die uns vielleicht hören. Wobei wir sie trotzdem erst noch erreichen müssen. Ein Schritt nach dem anderen. Ich muss auch herkommen. Ja, bin. Du musst mir helfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Meine Dampfen. Würde ich auch, ehrlich. Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Rauchen. Wo ist mein Feuerzeug hin? Rachel hatte eins. Ich habe übrigens zwischenzeitlich gesehen, dass du sie gespielt hast. Das bedeutet, dass sie noch leben muss. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Sendcom rufen können, dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Ich weiß nicht, ich bin kein Techniker. Mervyn hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. Was siehst du gerade? Zar. Okay. Also siehst du die Iraker, ja? Ja. خليك هنا وتعفن اختار الله يلعنك استنى انا جاي اخكم يا
Das ist nicht so gut jetzt. Nee. Bring den Sender zum Laufen, sofort! Schalt es ab, bring es zum Laufen. Schalt's ab. Und schalt dich mal. Er ist so ein Idiot. Hört er das nicht? Scheiße! Ja, stupido. Angriff, ich hab nur eine Brechstange. Was ist mit ihm? Ah, ich habe eine Pistole, never mind. So ein Ignorant einfach. Ja. Als ob man sich hört. Ja. Nur so werden wir diesen Clown endlich los. Gib mir Deckung! Nicht gut, sorry. Bin gestolpert. Ich war so unter Stress. Ich komme gerade gar nicht auf mein Leben klar. Krieg keinen guten Schuss. Oh. Ich hab, oh, wie schnell soll man da reagieren? Scheiße, ich habe nicht geschossen. Ich wusste nicht, auf was ich da schießen soll. Alles gut. Wir hätten ihn jetzt bestimmt kriegen können, wenn ich es richtig gemacht hätte. Fuck. Oh, alles gut. Wenn er uns jetzt die Tür vor der Nase zumacht, haben wir ein Problem. Wir sollten zumachen. Schulter dagegen! Ich sehe keine Iraker. Wenn sie schlau sind, bleiben sie weg. Zurück. Hier drin geht's gleich richtig ab. Halt! Rachel? Alter. Wie sieht die denn aus? Ich hab sie rausgeholt. Überrascht dich das? Ja, die haben rumgemacht. Wo ist Eric? Nicht mehr da. Er ist tot? Du kommst drüber weg, Rachel. Das hat er echt nicht verdient. Was ist mit ihm passiert? Rachel, Sag's mir. Einer der Iraker hat ihn erschossen. Lebt dieser Iraker noch? Ja, und er ist noch hier. Freut mich, Sie zu sehen. Dachte, Sie wären tot. Wer hat's noch geschafft? Fast niemand. Mervyn ist tot. Joey. Wahrscheinlich auch. Clarice. Was ist los? Sie war infiziert. Die Dinger haben irgendwas in sie reingepflanzt. Sie waren auf dem Weg hierher, aber sie fiel in den Tod. Eins weiß ich über den Ort hier.
Die Toten bleiben nicht tot. Der Waffe? Ja, ich hatte nicht so viel Spaß da unten. Leute, Rückzug zum Haupttempel! Aber das sieht man ja. Ach, nee. Wir brauchen den Generator. Ohne ihn sind wir blind. Helft mir! Von den Dingen darf keins hier durch! Ich habe gerade einen Ladebildstör. Nee. Die sind doch schon jetzt ist da. Hier kann niemand mehr rein. Egal, was auf der Einladung steht. Haltet das Tor, ich werfe den Generator an. Loop the killer, repair the gem. Das fehlt uns noch. Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Shit. Das sieht alles nicht gut aus, ehrlich. Oh shit. Hm, oh, ich hab's. Skilljacks. Genrush. Mach Genrush. Ich hab getreten. Wer hat der Wichser nicht auf? Sieht so blockiert aus. Sie brechen durch. Hä? Die Dinger sind schlimmer als Ratten. Ich weiß nicht, warum er gerade auf die Tür schießt. Damit macht er die Tür nur kaputt. Hä, worauf schießt er denn? Ich halte es auch gar nicht. Es ist Zeit für den Rückzug. Ach so, das war schon durchlöchert wahrscheinlich. Aber die haben richtig Bock auf unseren Ass. Ja. Sie brechen durch die Grenze! Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Runter? Da geht's nicht raus. Schickst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor! Ihre Abfahrt. Alter. Alter. Boah, Alter, wie das ist. Oh. Spinne. Da muss ich was machen. Jo. Ne? Schmeiß an den Hobel. Ich weiß auch nicht, ob das so smart war. Ja, die kommt von der Seite. Alle drei gewollt getroffen. Es sind nur ein paar Minuten. Oh Leute, was jetzt? Oh shit. Feuer geht. Aber der Generator ist gerade explodiert. Ja. Kommt das Licht her? Geh weg mit der Logik. Wir würden sonst nichts sehen.
Vielleicht gibt es einen zweiten Generator für andere Lampen in anderen Räumen. Ja, klar. Viele Generatoren, hunderte. Einfach Dead by Daylight Movie, ey. Okay, du bist woanders. Ich müde mich. Ich stehe so unter Stress. Da ist ein anderer Generator. Ich hatte sogar recht. Salim. انا مبسوط انك معي انا انت ما عندكش فكره احنا بنتخانق مع مين الامريكان هم هنا danke schön zum mask die 12 monate ارمي سلاحك بالانجليزي هلا نورمال اوه mein chef ist sauer ja das sehe ich was ist da passiert متحركوش dein freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft das macht mich nervös die waffe runter du bist auch hier im raum könnte helfen alle zu entspannen der rosasa في دماغه لو ما سمعش الكلام هتكون فكره وحشه انت مش في مكان تحدثي Nur ein Max. Wag es besser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Was Ahban? Klappe! Etad Gozi, Remini Fil Gahim. Dawatsi Hel Tetzva. Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Dieses Mal immerhin von vorne. Nick, kümmere dich darum. Wieso muss ich immer diese Entscheidung treffen? Was soll ich sagen? Sie könnten uns echt helfen. Sie sind der Feind, Nicky. Arbeiten wir zusammen. Es ist der einzige Weg. Dafür ist es zu spät. Sie müssen doch nur den Offizier töten. Ja, ja. Dann ist das Problem weg. Sie kommen. Wir müssen die Tür öffnen. Warum steht ihr da herum? Helf! Denk nicht einmal dran. Fort, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Ihr Abfahrt. Scheiße! Los! Opferkammer, das klingt doch gut. Mhm. Wir sind immer tiefer drin. Wir haben mit 60 Fuß angefangen, jetzt sind wir bei 348. Irre. Super. Komm am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Ich überlebe den Angriff. Oh, oh. Alter. Was für hässliche Viecher. Oh shit. Jason! Der den so wegschleppt.
Oh, lol. Wer ist da? Wer ist da? Immerhin glaubt das, während er stirbt. Warum? Ich kann sterben. Bitte, was? Oh. Alter, was machst du da? Kruzifix. Oh, Scheiße. Ja. Was war die falsche Religion? Jetzt haben wir den verloren, oder was? Ich weiß es nicht. Du musst schießen. Ja. Ich weiß. Sieht auch krass aus, ey. Holy shit. Oh, fuck. Ich konnte nichts drücken. Ich auch nicht. Du lebst noch. Salim, ey, was für ein MVP, Junge. Rettet die ganzen Amis. Alter. Nicht, nee. Lass ich nicht sterben. Den können sie wegnehmen. Ja, okay. Das muss auch so ein weirder, also ein richtig unangenehmer Tod sein, wenn du so bei lebendigem Leibe gefressen wirst, ey. Bah. Ich schwitze am ganzen Körper. Aber mich lässt das tatsächlich ultra kalt, das Game. Also ich bin jetzt nicht so, ich finde es schon beeindruckend, aber jetzt nicht so horrormäßig oder dass ich da Schweißausbrüche kriege. Ich finde das voll entspannt. Mhm. Die menschliche Gestalt war der Hohepriester, oder? Also der Gottkönig. Ja, ich glaube auch. Den man ganz am Anfang gesehen hat. Dieser Naram-Sin oder wie er ja, heißt. Ja, ich glaube. Jo, glaube ich auch. Mit einem Marine an. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen... Okay, wir sind wieder getrennt. Ja, was ich noch sagen will, dass ich selber nicht so viel spielen muss. Ich gucke ja eigentlich nur hin. Das ist sehr viel passiv. Das ist der einzige Grund, warum ich das kann. Gerade. Okay. Ich komme in Frieden. Beweg dich ja nicht. Ach, wir sind doch wieder zusammen. Bist du allein? Hat es noch jemand geschafft? Es ging alles so schnell. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Nur dich und mich. Das ist ja großartig. Passt es dir nicht? Dann geh. Ich stolpere dann über deine Leiche.
Glaubst du, ich wäre sicherer mit dir und deinem kleinen Stöckchen da? Willst du Ärger? Sagt der Ami mit der Knarre. Touché. Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild. Dankeschön, Pamphila Joe. Bisschen arg geschwollen. Aber gut. Boah, ich hatte so Angst, dass du mich abknallst. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel dir eine Wahl gibt, ne? Das ist ja immer das Schlimme. Wenn du was Falsches antwortest, wer weiß, ob er das einfach von alleine abknallt. Ja. Das ist geil gemacht. Hättet ihr noch drohen können, dass er dich abknallt? Ja, ich habe auch überlegt, ich hätte komplett friedlich antworten können oder halt sehr ehrlich. Und ich habe gedacht, ich bin lieber sehr ehrlich. Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir, den Versuch überlebst du nicht. Okay, Bruder. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mir Angst? Ich mag's, Salim. Er ist cool. Sieht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf. Der andere schlüpft durch. Oh nein. Okay. Das ist natürlich jetzt... Ich setz mich richtig hin. Los! Alles okay? Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Oh. Scheiße, Digga. Scheiße, Mann, ich will nicht schon wieder allein irgendwo durch die Dunkelheit warten. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Das sind Vampire. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Glaub mir, das sind Vampire. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ich mag den richtig gern. Ja. Langsam wirklich so aus. Geh durch! Jetzt nicht fallen lassen. Junge, das war richtig stressig gerade. Danke. Ich wollte nicht. Also ich wollte wirklich nicht das fallen lassen, aber ich musste echt schnell, also meine Finger. Ja, ist ja gut. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Und du? Was willst du tun? Vermutlich nur was trinken gehen. Oh, ich habe eine Vision gefunden. Oh. Ah ne, hier ist so ein Dings, R32. Ah. So eine Platte. Es sieht aus wie so eine Vision, deswegen dachte ich. Aber es ist wieder so eine Tonplatte. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft? Antworte ich nicht? Immer nicht. Okay, ich muss da was lesen. »31. Unleserlich. Ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war, und sagte ihr, wie leid mir alles tat. Unleserlich.
diesen gottverdammten Ort gereist waren, dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe, als unleserlich. Das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie unleserlich. Unleserlich ließ mich schwören, diesen Ort zu begraben. Oh, das ist wahrscheinlich einer von den beiden, von den Pärchen, ne? Die hier ihre Flitterwochen verbracht haben. Mhm. Dankeschön, Echo, für die 2 Monate. Kannst du den Zettel noch umdrehen? Meistens steht da Verrücktheit auch was. Ich guck gleich nochmal. Vielleicht habe ich was übersehen. Nee, geht nicht, irgendwie. Mit dem rechten Stick, ne? Ja, ich habe probiert. Ich probiere es nochmal, aber... Ich kann es mit RT nur in die Hand nehmen. Und dann... Ah, doch. 21 Uhr. Etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam, aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte Besitz von ihr ergriffen. Es sprang mich an und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich vor seiner Raserei. Zombies! Gut, das heißt, wir werden ein paar von unseren Freunden wiedersehen. Das ist doch schön, oder? Ich habe hier gerade noch so eine Vision gefunden. Ja. Die ist hier um die Ecke. Und ich glaube, die Viecher werden noch mal größer. Cool. Cool. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Darf ich dir jetzt theoretisch erzählen, was ich so alles gelesen habe und so? Weil jetzt habe ich ja quasi, jetzt haben wir uns ja getroffen. Dein Freund Nick. Ich mag ihn. Weißt du? Darf ich dir das jetzt alles erzählen? Wie du möchtest. Glück gehabt. In einer anderen Situation hätte er dich gekillt. Ja, weiß ich nicht. Also, weil, also das liegen ja überall diese Zelle rum und du hattest jetzt ja gar nicht so die Möglichkeit, eigentlich die anderen zu lesen, aber die Charaktere treffen sich ja jetzt gerade. Und könnten sich das ja dann gegenseitig erzählen. Ja, aber würden sie? In der Zeit? Also, du kannst mir gern alles erzählen, was du möchtest. Dann kann ich dir auch sagen, dass ich, also, was ich gesehen habe. Nee, lass mal lieber nicht machen. Okay. Dann sind wir hier ready, oder? Member. 9/11. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Salim ist echt ein smarter Dude, oder? Amerikaner sind immer so unsympathisch, ey. Ja. So, ach so, mega egoistisch einfach. Ja. Oh je. Ich hab ein schlechtes Gefühl. Die Tür, die wir zugemacht haben. Kannst du dich an die erste Vorhersage erinnern? Ja. Da ist die Vision, Leute. Und der sieht ein bisschen anders aus. Sei jetzt kein Hurensohn, wir hatten das schon mal. Mach jetzt das scheiß Tor auf! Du hast mich schon mal zurückgelassen, ne? Ich will das nur sagen. Hä, wieso? Ich lass dich doch nicht zurück, ich mach die Tür auf. Gut. Ich wollte nur sicher gehen. Oh, scheiße.
meine Waffe verloren. Hier, du musst ihm jetzt dein Rohr reinrammen. Das musst du machen. Nee, das Rohr meine ich. Ja, ich hab so viel gerammt, wie ich nur irgendwie konnte. Du hast bis zum Anschlag reingesteckt. Und noch tiefer. Alter.